reiten, ja? Mhm. Und da muss richtig viele Schichten. Nicht so weit raus machen, sonst geht's kaputt. Also ich möchte hier vorne, das dann ist hier nur raus und hier unten da, weißt du, wie es ist? Ja, also das unten verstehe ich, warte bitte ganz kurz. Das unten verstehe ich, aber das hier oben verstehe ich nicht. Doch, das möchte ich nicht, so hier. Aber da mache ich nur ein ganz bisschen. Ja, so das ist... So, was wolltest du mal sagen? Wenn man das leer macht, ja, diese Hülle und noch das leere hat, ja. Du hast es auch nicht, guck. Dann muss man ganz viele Käseschichten machen, ja, das da reinstechen. Ja? Und dann den Deckel zumachen. Und dann denken die Leger, dass das wirklich nur Lipgloss ist. Das wäre viel schlimmer. Und dann kann man das essen in der Schule. Okay. Also das ist Schulschmuggeln. Mama. Okay. Schulschmuggeln. Au. Die tut mir weh. Hallo, ich bin Maris. Ja, bei mir ist auch die empfindlichere, die linke Seite. Mara, ist Finger weg da. Finger weg da, du Malatsch. Minimotti, die sieht man gar nicht. Aber sie lacht. Aua. Mama, aber sie lacht. Das erste Mal Augenbrauen zupfen. Oh, so verweh. Also das hier war gar nicht schlimm, aber hier und das da tut verweh. Darf ich mal Baby filmen? Aber nicht die Kamera in die Hand nehmen, nur so ein bisschen rüberziehen, genau. So, und jetzt so? Oh, weißt du, jetzt. Alter. Und jetzt. Vielleicht jetzt. Oh. Vielleicht. Nein, das wird jetzt richtig schlimm da. Mhm. Oh, Alter, willst du mich verarschen? Ich hab die ganze Hand abgezogen. Nee. Mini-Motti-Lotti. Warte mal. Hier. Was ist denn da hier? Sie guckt so. So, Mäuschen. Jetzt ist sie dran. Ich glaube, sie mag mich, Mama. Alter! Mama, ich glaube, die Kleine mag mich. Sie guckt sich mich die ganze Zeit an. Sie lächelt mich an. Sie macht. Warum so, siehst du denn das jetzt auf einmal alles? Jetzt wegen Hallo, das heißt. Das hört sich verarschen. Das hast du sogar mal angeboten. Naja. Mach mal drüber, bitte. Au. Au, Mama. Au. Das einzelne. Au. Au. Mach lieber hier noch ein bisschen. Das hat gar nicht so doll weh. Dreh dich mal weiter. Mit mehr als straff ziehen kann ich es nicht. Au! 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 Alter! Au! Warum machst du denn da viel mehr als da? Du wachst noch nicht gleich. Au! Geh mal gucken. Also ich finde, man sieht's. Hallo, Mini, Matti, Latti. Marius, ich brauche eine Pempi! Wir gehen jetzt eine Runde spazieren. Ich bin heute, glaube ich, Abschminkmodus. Ich weiß auch nicht, ich bin, ich habe nie abgeschminkte Tage, deswegen werde ich jetzt auch mal schnell die Brille wechseln und dann... Kannst du nicht lieber hier vorne noch was wegmachen? Wo? Hier. Ey, Mara, das darfst du nicht wegmachen. Also die Augenbraue fängt an, da wo dein Augeninnenwinkel ist. Ja, aber nein, das finde ich gar nicht toll. Das ist ja hier. Das möchte ich nicht. Okay, dann leg dich schon mal hin. Aber bitte erst auf der Seite, weil da ist nicht so schlimm. Kannst du nicht einfach sagen, ich hab keine Pflicht. Lass mich mal. Okay, warte. Nee. Meine Augen drehen schon. Pipi. Oh Mensch, wie sie sich einfach zur Seite legt und schläft. Geh mal weg. Oh. Danke. Pipi, du sollst jetzt aber nicht schlafen. Ich wollte jetzt die Pimp machen und dann wollte ich mit dir spazieren gehen. Also. Willst du im Kinderwagen ein bisschen schlafen? Kann ich dich da ganz so einkuscheln? Komm, ich mach dir schnell ein Pampi und dann gehen wir spazieren. Okay, und?
Mama. Ja, wir sind spazieren. Marlene fühlt sich hier richtig wohl. Sie weiß schon gar nicht mehr, wohin mit ihrer guten Laune. Aber Nasenspray nicht dabei. Du musst aber tief einatmen, Hase. Guck mal, lutsch mal an so einem Bäumchen und dann hast du ein bisschen Kiefer geschnüffelt oder so. Aber die Kleine schläft gut hier. Oh, hast du es gesehen? Ein Eindringling. Was war das? Das ist aber hier zwischengefallen. Oha. Ich muss gerade Räumungsklage ausstellen. So. Hast du den scheiß Bär da angemacht oder was? Nee, hör es nicht an. Der ist nicht scheiße. Doch. Deine Mutter ist scheiße. Safe. Okay, können wir vielleicht ein Navi anmachen, wo wir langlaufen müssen? Weil irgendwie sieht das hier nicht so vertrauenswürdig aus. Ich find's cool. Bitte? Nee. Du? Wir gucken einfach mal. Mama, wenn wir uns hier verirren, ja? Ist aber. Aber coole Schuhe hast du an. Echt? Nee. Ja, ne? Pepe. M und was steht da? 20. M20? Ja. Marleen, die geile Sau. Und Jahr 20. Alter, was hast du da für einen Kackstreifen? Ja, das habe ich auch vorhin schon gesehen. Ach, was hast du gemacht? Kümmer dich mal besser drum, Alter. Wofür schenke ich dir das, Mann? Leute! Ich glaube, da bist du mir sogar in die Hacken gegangen. Nee. Doch nicht mit meinen Jordan 4. Leute, guck mal, wie ich aussehe. Ja. Den Ticker. Und das beide, das gleiche. Okay, ja, Stopp. Ja. Schön. Okay, so, wir gucken mal nach, ob wir gleich nochmal nach Hause finden, irgendwo. Baby außer Rand und Band. Oh, sie hat Steine gefrühstückt. Oh. Hallo. Habt ihr heute ähnliche Farben an? Ja. Die beißen sich nur ein bisschen. Mutti-Tochter-Gespann. Genau. Oh. Also wir haben uns jetzt fertig gemacht, weil ich kann jetzt das Kinderwagen, das Kinderwagengestell umtauschen. Diese Gestell kannst du jetzt holen, guck weil mal. Diese gut. Ich muss unbedingt, ich habe ja bald wieder einen Nageltermin. Ja, genau, ich habe jetzt die Kleine gefüttert. Haben wir dich gefüttert? Sie kann schon so toll reden, Leute. Haben wir dich gefüttert? Hallo, Baby. Ja, also wirklich, super süße. Sie hat noch ein bisschen Probleme mit den Umlauten, ja, die kann sie nicht so genau gut sprechen. Hallo, Baby. Süßes Baby, Malu ist eine super Maus. Super süßes Baby. Knuddelmaus. Was ist hier? Lollig oder was? Nein, sie ist Alfonso. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt schon fleißig Pakete fertig gemacht für die Verlosungen und Matthias hat irgendwas verkauft, keine Ahnung. Genau, und wir gehen jetzt los. Wir gehen Pakete wegbringen, abholen, frühstücken, Gestell umtauschen. Weil wir am Wochenende. Was? Also ich habe einen. Du hast einen freien Tag, ja. Ich habe einen Brückentag genommen. So wie wahrscheinlich 90% der anderen. Ja. Was ich jetzt noch mache, ist, wir brainstormen gleich mal beim Frühstück, was heute ansteht, weil ich würde gerne wieder ein Foto machen für meinen festen Feed. Und deswegen werden wir das gleich mal durchsprechen, was wir heute Nachmittag machen werden. Ich glaube, das ist ganz gut, weil Marlene braucht auch wieder mal Content und dann habe ich das alles geklärt, aber das besprechen wir alles nachher. Ich freue mich, dass mein Gestell jetzt umgetauscht wird. Ich bin da gestern spazieren gewesen, hat übelst geklappert, nervt richtig. Babymaus schläft gerade ein, währenddessen ich rede. Also wird sie gleich schlafen im Auto, das ist natürlich sehr gut. Ja. Maris ja. Ist auch schon fertig, der hat sich wieder Stylo Milo angezogen. Oh, er ist der Nuckelbeauftragte. Er ist immer für die Nuckis verantwortlich, wenn sie mal einen braucht oder möchte. Genau, also ich würde sagen, ich fange jetzt den neuen Vlog an. Das war's hier von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich habe noch gar nicht gesehen. Nimmst du das auch? Ja. Ich benutze das auch. Das ist dieses einfach nur dieses. Ja. Magel, ja. Das ist doch dieses graue Zeug. Ja, das ist aber hart. Das ist mein Haus. Ja, geht noch. Okay. Wenn es frisch ist, warum ist das so dunkel? Weiß ich nicht. Guck mal. Ja, wegen dem Licht. Du bist aber gut gebräunt, ja? Ja. Ja gut, dann lass erstmal los, oder was? Lass erstmal los! In welches Auto? Warum finden der das so schlecht? In welches Auto? Ja, lass mal los! Mama!
Geht sie wieder in ihr Loch rein. Meine Schuhe aus. Er benutzt auch die Strandmatte, wie ich, weißt du ja. Was für eine Strandmatte? Riech mal. Mhm. Nicht gut, oder? Ja. Wofür so. Habe ich eigentlich einen Sohn? Du kommst jetzt mit? Ja. Gut. Drei. Hallo Baby. Mama, sie hat gerade ganz schlecht geträumt. Hier ist der Unterschied. Komm mal bitte. Oder hier. Bitte schön. Hallo Leute, wie ihr seht, habe ich ein neues Paket bekommen. Ich bin very excited. Wir fangen an, weil sonst dauert es wieder so lange. Wir haben die Bubble Box. Ui. Okay, das ist der erste Eindruck. Ja, schaut. So, natürlich wieder Rabattcode. Und zwar mit dem Code Marleen bekommt ihr auf alles 15%. Gönnt euch. Wir fangen an. Pocky Sticks mit Banane Schoko. Dann, das habe ich eben schon gesehen, Baba-mäßig. Dann haben die sogar ein veganes Kaugummi rausgebracht in, glaube ich, Beere. Ist das, glaube ich? Nee, Weintraube. Smarty Buttons, keine Ahnung. Ein Getränk, ein Mango-Getränk. Oh Mann, die Storys sind gleich wieder voll. M&M's mit Brownie. Ich mache kurz eine neue. Okay, weiter geht's. Wir haben Takis in Blau, die sind sehr geil, hatte ich schon mal. Oreos in Red Edition, dann irgendwas Geiles, Saures. Wir öffnen schon das Wasser im Mund zusammen. Strawberry Puff, Windbeutel mit Erdbeerfüllung, geil. Mike and Ike Red Edition, Sour Patch Kids Tropical. Dann Cheetos mit Ketchup-Geschmack, lieben wir. Und das letzte Lucky Charms mit Schoko. Geilo, Milo, Seilo. Ey, die sind aber echt geil, glaube ich. Wir hatten ja nur die normalen bisher. Guck mal, Mama. Dann habe ich hier noch so einen Windbeutel mit Erdbeerfüllung. Und hier sauer, glaube ich. Also geil, aber die sind richtig scharf. Ja, ich hasse Taki. Kaugummis. Ich habe hier meine roten Kaugummis. Oh mein Gott, die sind so lecker. Ja, hast du die schon mal gegessen, oder was? Nee, aber die sehen lecker aus. Also Tomatis ist lecker. Geilo Milo, aber Schoko-Banane. Warum sind die eigentlich immer so eingeklickt? Keine Ahnung. Aber die sind, glaube ich, lecker hier. Lucky Charms. Ich glaube, die frühstücke ich morgen. Da habe ich voll Bock drauf. Schon wieder so eine geile Scheiße hier, ey. Ich glaube, im Video probieren wir jetzt einfach mal dieses Mango-Trio. Juice. Was ist das? Ist das mit Kohlensäure? Okay, Mango-Juice, Aroma. Eigentlich mag ich keine Ananas, aber wir probieren es einfach mal. Das packe ich erstmal wieder ein. Sehr geile Sachen, ey. Freue ich mich immer wie ein Kind. Bin ich ja auch, ne? So, jetzt probieren wir das Fantola. Irgendwie heißt das mit Mango-Juice und irgendwelchen Aromen. Und es soll sparkeln. Also, let's go. Riecht sehr tropical. Es schmeckt richtig geil. Mara, wer spammt dich? Schmeckt echt richtig geil. Ich hasse eigentlich Ananas. Ich hasse alles, was mit Ananas zu tun ist. Aber das schmeckt wie Fanta Tropical. Baba-mäßig. Thank you, Sugar Gang, falls ihr das seht. Liebe ich. Gerne mehr. Bist du ein Monster? Ja? Bist du ein Dracula? Spielen wir Geige? Ja. So. Wo ist das? Wo da vorne. Ist das? Können wir da hin? Weißt du nicht, wie man Geige spielt? Ja.
Marlene mich auch gerade gefragt, Marlene, Mara, ich habe Nein gesagt. Du bist noch nicht unten. Ich weiß. Schätz mal, wie viel Geld passt da rein? Ganz voll. Schätze ich so um die 105 Euro. Okay, ist denn das Spiel jetzt gerade? 1,94 Euro ist Schnäppel. Ich sag 100. Weiß nicht, 36 oder so? 100, dann sage ich 115. Obwohl, 100, ich sag 100, zwischen 105 und 115, Daniel. Ich sag zwischen 105 und 115. Nein! Was habe ich gesagt? 136, hallo? 134 habe ich gesagt, glaube ich. Ah, 122. Nee, noch nicht, nee. Endlich wieder zu Hause. Tja, erst so lange, bis ich aufhören soll, dann im Weg stehen, ne? Was halt wichtig ist, ist, dass wir schnell alles, was in schwarze Tonne muss, rauskommt, damit dann die Tonne raus kann. Gerade den Sandkasten leer zu machen, voll weil. Voll nett von ihm, ja. Ja, ist es auch, weil der muss ja generell immer sauber gemacht werden. Weil die Katzen ja doch da ab und zu mal reingehen. Deswegen einmal entsorgen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll hier. Haben wir noch was für Bio? Deine Mutter. Ja, warum müssen wir noch irgendwie? Keine Ahnung. Für meinen Teller mit dem Ding hier. Lass hier noch sauber, oder? Ja, ich glaube schon. Was ist hier mit? Mara? Ja. Wenn du jetzt nach oben gehst, die Wäsche holen. Ach so, ja, dann hast du ja eh schon die Hände voll. Sag mal, Papa, also kümmern Sie das nicht? Mann! Jetzt wird die Kleine gerade nochmal wach. Sie hat so abends immer nochmal ein bisschen. So, Maris liegt noch bei mir mit im Bett. Die Kleine ist da. Ich muss mich jetzt immer ein bisschen kümmern. Mara und Marlene haben ja Schlafversuch da. Also Pepe und meine Klassenkameradin ist da. Und wir haben heute schon ein bisschen angefangen, den Carport zu räumen. Weil Montag kommt ja ein Entrümpelungsservice bzw. ein Abtransporter für unseren Müll. Das bedeutet, wir werden hier morgen und übermorgen fleißig räumen, dass viele Sachen dann rauskommen. Ich will hier wirklich gut entrümpeln und entmüllen. Das werde ich machen, werden wir machen. Und ich verabschiede mich jetzt einfach mit das, was wir von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen wirklich einen schönen Rest Samstag. Ich gehe jetzt ins Bett zu dem Baby. Na? Meine kleine Hexenkatze. Ich habe heute schon wieder eine Zecke entfernt. So, ich muss jetzt Baby kuscheln gehen. Komm, Baby, runter. Komm runter. Die freut sich da drüben. Gute Nacht.